Hallo, in diesem Video möchte ich dir gerne ein paar Tipps geben, wie du deine persönlichen Energien nach der tibetischen Fünf-Elemente-Lehre mehr in Harmonie bringen kannst. Also was du in deiner direkten Umgebung an dir machen kannst, um diese Energien ins Fließen zu bringen. Vielleicht hast du schon dein persönliches Mandala erstellt. Wenn nicht, dann kannst du das noch tun. Sieh dich unter den anderen Videos um oder auch im Forum, da bekommst du Tipps dazu. Vielleicht hast du auch nur die anderen Videos gehört oder dich im Forum ein bisschen umgehört. Auf jeden Fall wirst du schon spüren, wie du gelagert bist. Wichtig ist auch, dass wir ja alle eine persönliche Mischung aus diesen fünf Elementen sind. Das heißt, wir sollten auch jene Elemente in uns nicht vernachlässigen, die vielleicht nicht so stark ausgeprägt sind, aber auch die benötigen ab und zu einmal Pflege. Man kann also die Dinge, die Tipps, die ich dir geben werde, kann man auch an verschiedenen Tagen kann man eben sich verschiedenen Energien widmen und verschiedene Energien eben stärken. Ja, typische Kleidung. Möchtest du deine Vajra-Energie, Element Wasser stärken? Dann schlichte, vielleicht auch elegante Kleidung, smarte Business-Kleidung mit einem Akzent, mit einem Tuch oder einer Krawatte. Das passt gut. Überhaupt geordnete, es kann auch bequeme Kleidung sein, aber geordnete Kleidung. Bist du so eher, möchtest du dein Erdelement stärken, Ratna-Energie, dann kann man sich ruhig prächtig kleiden, vielleicht sogar etwas barock unter Anführungsstrichen, also auch indische, arabische Kleidung, viele Ornamente, Röcke bei Damen, also große, weite, farbige Röcke. Das passt alles gut zum Beispiel zu dieser Energie. Möchtest du dein Feuerelement, Partnerenergie stärken, dann laszive, verführerische, das Cocktailkleid am Abend, das passt gut zum Beispiel hier dazu, aber es kann auch bequeme Kleidung sein, Kleidung, mit der man sich in eine Ecke kuschelt, mit einer Tasse Tee und einem guten Buch, aber auf jeden Fall eine, die trotzdem das feminine oder maskuline Element gut wirken lässt. Wenn du deine Karma-Energie oder Element Luft stärken möchtest, dann geh am besten vielleicht in den Bergsportladen oder in einen anderen Laden, wo man sehr funktionelle Kleidung bekommen kann, die trotzdem vielleicht gut aussieht, aber Taschenkleidung, die sehr praktisch ist, mit der man trotzdem auch im Alltag sich gut bewegen kann, aber auf jeden Fall eine Kleidung, die dich sehr unterstützt und sehr praktisch ist, das kann dein Element Luft sehr gut stärken. Eine unauffällige, lockere, bequeme Kleidung, also vor allem Kleidung, die man auch zu Hause trägt, die passt gut zum Element Äther oder Buddha-Energie. Also ein Anzug zum Beispiel, Krawatte oder so, passt hier überhaupt nicht, wenn man diese Energie stärken möchte. Essen. Viel Gemüse, relativ gewürzarm, Meeresfisch, Reis, Nudeln, wenig Zutaten, Fusionsküche, das sind so Dinge, die zu Element Wasser, zu Vajra-Energie passen. Stellt euch einen Teller vor in einem höherpreisigen Restaurant, schön geordnetes Essen, alles übersichtlich. Das ist so das Essen oder dieser Eindruck, der diese Energie stärkt. Natürlich müsst ihr jetzt nicht sofort in ein höherpreisiges Restaurant rennen, aber man kann sich zu Hause auch das Essen so ein bisschen am Teller ordnen. Das ist gut für die Vajra-Energie, Element Wasser. Hausmannskost, deftige Speisen, reichhaltige Salate, indische und arabische Küche oder auch nur Gewürze stärken sehr gut die Erdenergie. Element Feuer, exotische Gerichte, also natürlich auch scharf oder eben süß-säuerlich pikant. Die Küche Südostasiens, chinesische Küche passt hier sehr gut. Element Luft, Karma-Energie braucht Energie, also Nüsse, getrocknete Früchte, Müsli-Riegel. Vegetarisch oder vegan ist natürlich für alle gut, aber insbesondere für diese Energie, weil sie sehr leicht macht und man kann sehr gut performen. Ja, man hat Performance, ja. Gleichzeitig ist auch vielleicht die Gefahr, dass man Hang zu Schnellrestaurants hat. Man kann aber trotzdem Qualität essen. Und der Karma-Typus, wenn man diese Energie stärken möchte, dann trinkt man besser einen Espresso mit ein wenig Zucker. Möchte man eher die Feuerenergie, die vorherige zum Beispiel, stärken, dann trinkt man eher vielleicht einen Latte und setzt sich ganz gemütlich im Kaffeehaus hin. Japanische und skandinavische Küche passt gut zum Element Äther, Rohkost, Tofu, überhaupt sehr zurückhaltendes Essen. Auch mehrmals am Tag essen, also sich die Speisezeiten ein bisschen aufteilen, fasten, das sind alles Dinge, die sehr gut diese Energie, Äther oder Buddha-Energie in uns unterstützen. Also das macht man machen,
Menschen dieses Typus ist übrigens meistens auch schon sehr intuitiv, also von selbst. Aber wenn man sie stärken möchte, dann einfach herunterfahren, verteilen und vielleicht sogar manchmal im Stehen essen. Ja, also indische Yogis essen zum Beispiel traditionellerweise meist im Stehen. Musik. Welche Musik kannst du hören, um diese Energie zu unterstützen? Die geordneten, aber trotzdem sehr emotionalen Cellosuiten von Bach, die passen hier sehr gut. Die Brandenburger Konzerte, die japanische Hofmusik Gagaku oder auch die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Modernere Interpreten, zum Beispiel wie Philipp Glass, Steve Reich, Balanesco Quartett, Kraftwerk, die können diese Energie, Element Wasser, dieses Klare sehr gut unterstützen. Das Explodieren einer Carmina Burana bei Karl Orff oder Wagner Götterdämmerung, Beethoven die Neunte, das passt sehr gut für das Element Erde, aber auch Volksmusik, egal ob jetzt mitteleuropäisch, slawische Volksmusik, afrikanische Stammesmusik bis hin zu tibetischer Tempelmusik. Musik, die sehr reichhaltig ist und alles beinhaltet. Oder modernere Interpreten wie Queen oder Prodigy, diese Elektronikband, wo auch sehr viele Klänge auf einmal da sind. Madrigale, Fado, Chopin, Claude Debussy, also dieses romantische, dieses gefühlvolle Element, das ist ganz wichtig für das Element Feuer. Tristan und Isolde von Wagner oder das Requiem von Mozart oder bei modernerer Musik eben die portugiesische Band Madre Deus zum Beispiel oder Elektronik House oder diese Barmusik wie Café del Mar, Buda Bar oder auch die melancholische Musik von der Rockband The Cure, überhaupt die instrumentale Postrockmusik zum Beispiel, also alles, was sehr emotional ist, gefühlvoll. Dort, wo etwas vorankommt, ist sehr gut für Element Karma, Luft, Bartok, Karta, Penderecki, überhaupt Märsche, Militärmusik oder in der modernen Musik Rap, Techno, Trance, Drum and Bass passt da sehr gut. Das Beschauliche von Didgeridoo-Musik, Mantra-Gesängen, gregorianische Choräle, überhaupt Musik, die nirgendwo hingelangen möchte, die kein festes Ziel hat oder in elektronischer Musik Ambient oder eben auch Filmmusik, das passt sehr gut zum Element Ether. Ja, das waren meine Tipps zu, wie du deine Elemente unterstützen kannst. Ich danke für deine Aufmerksamkeit.